Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNL22 auf der Rehbach im True Farming Projekt. Und jetzt sind wir alleine am Hof. Dazu erstmal das. Die Moni, die muss sich gerade momentan um ihre Oma kümmern. Sie hat gerade nicht so viel Zeit. Da ist privat etwas passiert. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich weiß auch nicht, ob ich das sagen darf. Hier also in der Öffentlichkeit, das weiß ich nicht, deswegen sage ich dazu jetzt erstmal nichts. Und der andere, der Tobias, der musste das Team verlassen. Und deswegen bin ich erstmal momentan ein bisschen schwach besetzt, aber kriegen wir schon hin, würde ich sagen. Würde ich mal sagen. Es wird aber schon nach einer Lösung gesucht, wie wir das hier mit dem Landhandel machen. Also keine Sorge, das kriegen wir hin. Nur immer dieses Spontane so, das ist immer sehr schwierig, wenn man einen Livestream hat und mit den Servern und das und jenes. Ihr kennt das ja, ne? Deswegen habe ich gesagt, immer mit der Ruhe. Man muss nicht am Freitag alles passieren. Ich sage ganz locker, weil die Zuschauer wollen natürlich auch den Stream sehen. Die Zuschauer wollen auch nicht bis 23 Uhr nachts wach bleiben, 23 Uhr nachts ist 11 Uhr, ich weiß, bis 3 Uhr nachts wach bleiben und sowas alles. Und deswegen habe ich gesagt, komm, hat Zeit, muss nicht auf Druck gemacht werden. Weil wenn es auf Druck gemacht wird, ist immer scheiße. Ich werde mir jetzt aber den Klaas hier schnappen und werde mir jetzt das Feld 425 ansehen. Ich weiß zwar noch nicht, was da drauf soll, aber das kriegen wir auch noch hin hier, die... Ach, scheiße, ich muss das Ding hier mal hochheben. Hallo. Ja, gute. Ja, gut. Hier ist der Siggi, ja, der Ormüller. Ich habe mal eine Frage. Was würde ich denn für die 1000 Liter Sockenmöse bei dir kriegen? Einmal. Ja. Oh, jetzt machst du mich aber nervös, du. Nervös? Nee, ganz entspannt. Haben wir Zeit. Ja, haben wir? Ja. Das ist ja wunderbar. Was haben wir? Bitte? Was haben wir? Sie haben gerade gesagt, ja, haben wir. Hey, du sagtest, wir haben genug Zeit. Da habe ich gesagt, oh, ach, das ist ja wunderbar. So. Naja, also jetzt hier nicht irgendwie die halbe Jahreszeit noch hier irgendwie rum abdödeln. Nee, warum nicht? Nee, naja, ein bisschen. Weißt du, ich muss ja, also, weißt du, geht doch ums Geld, Mensch. Und brauchen Sie irgendwie Hilfe da? Ich habe gehört, da ist irgendwie einer abhanden gekommen bei ihm am Hof. Ja, der hat zu oft einen Gelben eingereicht, der wurde gefeuert. Echt jetzt? Ja, ja. Ach, ja. Du Schande, du ahnst es nicht. So, Sorghum hier ist, Entschuldigung, ich war, hatte es noch nicht so. Ganz entspannt. Jetzt muss ich erstmal hier, das ist Verkauf hier, so. Sorghum hier ist, ja. Habe ich gerade keinen Preis für, um ehrlich zu sein. Oh, das ist schlecht. Soja, dafür habe ich zweimal Sojabohnen hier drin. Ja, das ist auch schlecht. Sojabohnen habe ich leider nicht. Sojabohnen, Soja. Da wird wahrscheinlich eins davon... Ein Moment, ich glaube, da ist nur ein Tippfehler drin. Ja. Ein Moment. Ja, so. Ja, das kommt auf jeden Fall hin. Mit dem Preis 600 würde ich dir geben. 600? Mal, ihr seid ja Abzocker da am Dingsbums. Echt jetzt? Also wenn ich mir mal die Weltmarktpreise hier an meinem Internet angucke, dann sagen die irgendwie was alles über 700. Ja, da tust du ja Exportpreise und sowas. Hier tust du ja die lokale Landwirtschaft unterstützen. Machen wir 650. Ja gut. 650 die 1000, ja? 650 die 1000, das kriegen wir. Dann bricht hier einen doppelten Anhänger zur vorbei. Ja, bei Sojabohnen würde ich abgeben. Hier, die stehen drin mit 1,3. Wie mehr als 3, was, wie, was, die, wo? Die stehen hier drin mit 1,3. Ja, Sojabohnen habe ich leider nicht. Aber das ist ein guter Tipp, dann werde ich die im nächsten Frühjahr anbauen. Ja. Dann machen wir das. Gut, weiß ich Bescheid. Ich mache meinen Anhänger gespannt voll und dann komme ich einmal rum, ja? Ja, 6,50. Alles klar. Ich mache den 6,50 als Standardnormalpreis. Oh, das ist ja lieb. Hab ich ja für die anderen Bauern hier in der Umgebung gleich was Gutes rausgehandelt. Das stimmt allerdings, ja. Aber ich habe gerade mal wirklich geguckt. Ja, es ist wirklich, das, ja, da hast du schon. Ach, alles gut. Nee, ach, alles gut. Gut, dann mache ich eben alles fertig und dann sehen wir uns gleich, ne? Machen wir. Alles klar, bis gleich. Jo, bis dann. Ciao. Tschüss. Jetzt habe ich dieses blöde scheiß Ding hier in mir drin. Boomer!
Bist du bereit, bald mitzumachen? Nächsten Montag. Nimm dir schon mal Urlaub. Oder Zeit. Ich frag mich auch jedes Mal, wie ich sowas hinbekomme hier. Ohne Witz. Aha. Ja, der lieber Chat, wenn ihr euch jetzt fragt, Boomer, hä? Das ist keiner aus dem Team. Der hat mir aber eine schöne Mail geschrieben. Die ging aber irgendwie in den Spam-Ordner rein und die habe ich dann leider erst 2 Tage später gesehen, weil ich den Spam-Ordner nicht immer dingen. Er hat aber eine echt schöne Nachricht geschrieben, wo ich gesagt habe, das probieren wir. Das probieren wir. Ich kann echt nicht jeder, ne? Ohne Scheiß, ey. So. Ich hätte mal vielleicht vorher mal ein bisschen... Oh, scheiße. So, wo haben wir denn das LU da? So Löcher auf die Ecken machen. Warte mal, mein Handy klingelt gerade, warte. Lohnunternehmen aus Rewa. Stefan, ich bin aber parat, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, Landhandel, Akkucenter, Pech am Apparat, moin. Moin. Du, hör mal, könntest du mir die 1 mit Unkraut freimachen? Ja, kann ich hier gleich machen. Spritzen oder striegeln? Tu mal spritzen. Ja, kann ich hier machen, ist kein Problem. Ja, das ist nämlich alles voller Unkraut. Und nee, das machen wir. Hast du sonst noch was? Ja, könntest du vielleicht einmal danach drüber düngen? Kann man auch machen. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, nee, mache ich gleich. Ist kein Problem. Okay. Ja. Das war's erst mal so weit. Ja, es kann sein, dass ich jetzt vielleicht oder so runterkomme zu dir. Oh, wieso? Ich hab was im LKW, das liebst du, habe ich schon mal gehört. Lieb ich? Ja. Okay. Daraus kann man Kalk machen. Was kann man daraus machen? Kalk. Ah, ja, das liebe ich wirklich. Ja, ich muss das aber gerade noch abklären, weil wir die von dem Feld geholt haben. Ja. Ne, aber wirst du dann gleich sehen, ne? Werde ich sehen, jo. Alles klar, Stefan, bis gleich. Stefan, wen hast du da am Telefon? Das ist der vom Landhandel, der Chef. Na, gib mal rüber das Handy. Ja, hier, bitteschön. Jo, danke. Hör mal, Guido, moin. Moin. Hör mal, kannst du mir was sagen, wo die Lucy ist? Die hat einen Vorfall in der Familie bei der Oma. Ach so. Ja, die hat sich schon so lange nicht mehr bei mir gemeldet. Okay. Ich bin schon richtig, richtig traurig. Nach dem Kartrennen hat die sich nicht mehr gemeldet. Oh. Das, ja. Kann ich leider gerade nichts zu sagen. Ich hatte auch nur einen Zettel an meiner Tür hängen. Familiäre Probleme, übernehme Landtanne, bis ich wieder da bin. Okay. Und das war alles. Mehr wusste ich da jetzt leider auch nicht. Oh, das ist ja blöd, Mensch. Oh, ich hab schon so ein bisschen Liebeskummer, Mensch. Ja, glaube ich dir. Die ist einfach abgehauen, ohne was zu sagen. Ich habe schon wieder Angst, verlassen zu werden. Ach Quatsch, die hat mir ja auch nicht Bescheid gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass es wirklich wichtig war, irgendwo gebrannt hatte und sie keine Zeit hatte und sofort los musste und vielleicht jetzt gerade nicht dran denkt. Ja, hoffentlich. Ich kann nicht schon wieder verlassen werden, das steh ich nicht durch, du. Ach Quatsch, David, die verlässt dich doch nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, warum die sowas machen sollte. Dann hoffe ich, dass du da recht hast. Ja, das wird schon. Ja, ich geb dich mal wieder an Stefan rüber. Jo, alles klar. Bis denn. Ja, Röhrig, mach dir keinen Kopf, alles wird gut. Ja, tschüss. Jo, tschüss. So, Guido, wir sind auf dem Weg zu dir. Ja, alles klar, weiß ich Bescheid. Ne, 2 Minuten sind wir da. Alles klar, vielen lieben Dank. Bis gleich. Jo, bis später, tschüss. Ja. Hier steht B. Seemaschine anmachen. Seemaschine anschalten. Geht aber nicht.
Jetzt geht's. So, jetzt ballern wir hier Gras drauf. Ich wollte das andere Feld machen, aber ich will jetzt gleich erstmal gucken, was wir an Ressourcen wirklich brauchen. Genau, so habe ich letztens da beim Holzmähen, da war es immer schön. Klein. Guten Tag. Ja, moin. Pech hier. Ja, Pech. Du, sag mal, kann man bei dir Fahrzeug auf Pump kaufen? Nee. Wo nicht? Nee, nur Cash. Ach komm, machen wir auf Pump. Nee. Warum? Da mache ich nicht. Ich brauche einen Deutz. Was für? Neuner. Neun. Ja. Nee. Warum? Da musst du zum Bäcker gehen. Ja, wie heißt der? La Roche. Nee. Croissant. Ich komm nicht drauf. Wer ist ein Croissant? Wie heißt er denn, Cara? Croissant? Was der Sparkassen-Heini. Oh Gott, weiß ich gar nicht, wie der heißt. Ach, der. Der war doch da letztens in der Gemeinde. Der könnte mir Kredit besorgen, oder was? Ja, der hat doch gesagt, dass er Geld verleiht. Ja, das stimmt. Also, ja, hallo? Hallo? Ja, nee, okay. Die Cara ist bei dir. Gerät hat gerade synchronisiert. Ja, nee, alles gut. Ich bin auch dran. Ja, ist die Cara bei dir in der Nähe? Ja, die steht vor mir. Ja, pass mal auf, richte der mal bitte aus, dass ich dringend mit ihr sprechen müsste. Oh, danke, Jan. Und ja. Was vielleicht gut. Wichtig wäre, Happy darf nicht dabei sein. Wer klingelt denn hier? Happy, nicht dabei, sag genau. Ich ihr. Sag ihr, Pech braucht dringend eine Unterredung, wo niemand zuhört und Happy darf nicht dabei sein. Cara, der Herr Pech möchte dringend eine Unterredung, wo Peppy nicht zuhört. Alles klar. Sag ihr das, wir hören uns später, ne? Ja, hab ich hier gerade. Ja, wiedersehen. Jo, tschüss. Hallo? Ja, Gude, der Rohrmüller hier wieder. Moin. Wo sind Sie hin? Auf Feld 28. Haben Sie einmal Zeit und kommen vorbei oder sollen wir irgendwie das irgendwo abkippen? Mal kipp mal ins Lager rein, ich vertraue dir da mal. Sag mir die Menge, dann überweise ich dem das Geld. In welches Lager? Wenn du da von der rechts da, ein Silo da. Ach, da wo dieses Holzding, ne? Ja, genau, ja. Alles klar. Ich habe 37.000 Liter. Börse. 37.000 Liter. So ist es. Das wären dann für dich 24.050. Ja, das klingt doch nach einem vernünftigen Preis. Jo! Was ist jetzt mit dem Typen? Könnt ihr jetzt? Nee, der bleibt auf dem Feld. Aber hier, ich habe noch Steine für Sie. Wie viel sind denn da drin, Stefan? Warte, nee. Wir haben noch hier Steine von meinem Feld runtergefischt. Ja. 11.370 Liter. Haben Sie das gehört? Nee, warte mal eben bitte. Ich mache jetzt einen Sammler. Erstmal kriegst du dein Geld. Oder was? Läuft dein Konto? Ahnenhof. Da, ja. So, du bekommst jetzt erstmal 24.000. Zack, ist überwiesen. Jawohl, kam an. War da nicht irgendwas mit 500? Nee, 24.050. Gab aber keine 50er mehr. Ach so, ja, alles gut. Kein Problem. Die 50 gehen aufs Haus. Ah, das ist aber nett von dir, danke. So, und der andere hat Steine oder was? Ja, das genau. Geht auch aufs Konto von Sigi. Okay, wie viel? 11.370. Kommst du? Was kriegst du denn für die Steine? Ja, guck mal, jetzt hast du deinen 50er wieder raus. Wie? Was krieg ich denn für die 1000 Liter Steine? Für 1000 Liter Steine bekommst du 80 Dollar. Euro. Okay, ja, das geht ja. Und du würdest eigentlich bekommen 909. Habt ihr jetzt 1000 überwiesen? Passt. Das. So lobe ich mir das. Alles klar, Herr Pech. Denn frohes Schaffen auf dem Feld, ne? Jo, danke. Alles klar, bis dann. Bis dann, tschüss. Ciao. Ist auf jeden Fall was zu tun, ne? Aber ein Angestellter wäre echt nicht schlecht, der mit mir hier hilft. Jetzt muss ich die ganze Scheiße hier alleine machen. Und das Ding ist, wenn ich das nicht mache, dann haben die Leute kein Dingen, also verdiene ich kein Geld. Es ist so ärgerlich.
wie man's macht, man macht es falsch. So. Wie schnell wächst Gras? Er braucht nicht lange, das weiß ich wohl. Das weiß ich wohl. Was für eine gelbe Hummel. Moin Guido! Moin! Was machst denn du hier? Gras ansehen! Gras ansehen? Mit einem Rennhelm am Kopf? Was? Mit einem Rennhelm am Kopf? Ja. Hast du da so einen zweiten Sitz? Kann ich ein bisschen mitfahren? Wenn du willst, wenn es geht, steig rein. Nö, schade. Leider nicht. So blöd aber auch. Naja. Ansonsten hol dir doch einen Trecker und dann kannst du hier mit anwalzen. Können wir mal Funk quatschen, wenn du möchtest. Walzen? Ja, walzen, hast genau. Du eine Walze an Landhandel? Eine gute Frage jetzt gerade. Ich habe leider noch keine Inventurübersicht gemacht hier. Ich wusste ja nicht, dass ich das hier alles alleine machen muss. So. Oh, dafür, für gute Fragen bin ich bekannt. Nee, habe ich leider nicht. Nicht? Ja, dann muss ich mal den Stefan fragen, ob wir eine haben. Ja. Dann würde ich hochkommen. Ja, können wir auch gerne als LU-Arbeit abrechnen lassen. Dann kriegst du wenigstens keinen Stress oder so. Ja, alles klar. Ich quatsch mal mit denen, ja? Ja. Gut. Alles klar. Bis gleich. Bis telefonier gleich. Mal kurz. Jo. Das ist mein Plan. Achso, an die YouTuber-Ridus wurde gerade gesagt, hier der Praktikant macht die ganze Arbeit und dann sage ich, ja, wir glauben trotzdem, dass ich einen Mitarbeiter brauche. Und dann schreibt er, dass dann der Arbeiter die ganze Arbeit macht und du im Büro sitzt, das ist der Traum. Und ich sage dazu, ja. Wie fandet ihr denn meinen Sieg heute beim Kartrennen, hä? Habe ich mir schön geholt, oder? Den ersten Platz beim ersten Rennen, direkt die meisten Punkte abkassiert. Läuft. Würde ich sagen, oder? Ja. Die Feier! Die Feier, da habe ich nicht dran gedacht. Ach so, doch, habe ich wohl dran gedacht. Die seht ihr ja noch nicht, weil wir vorproduziert haben. Die könnt ihr ja noch gar nicht sehen. Weiß ich jetzt gerade nicht.
Kann ich dir gerade nicht sagen. Ehrlich nicht. Nächste Woche auf jeden Fall irgendwann. Sunny Knight, vielen lieben Dank. Und Killerboy hat auch mitgemacht. Vielen, vielen lieben Dank. So. Hallo. Ja, Guido. Ja. Ja, ich habe jetzt eine Walze organisiert. Ja. Ich würde dann jetzt zum Feld kommen. Ja, alles klar. Jo. Ich bin schon hier. Ich zieh meine Bähne. Alles. Was machst du? Zieh meine Bahnen. So. Ja, verstanden, du rasierst die Beine. Nein. Ja, gut. Dann kommuniziere ich jetzt über Funk mit dir. Ja. Gut, bis gleich. Jo, bis gleich. Ach ja, der Röhrig. Vielen, vielen Dank. So. Guido? Ja? Aber jetzt mal unter uns. Ja? Hat die, ich bin ganz verwirrt noch. Lucy denn mal irgendwas über mich gesagt? Oh nee, ich muss leider gestehen, dass ich letzte Woche auch nicht so, so fit war. Ich war auch viel bei mir im Haus. Ich kann es dir gerade nicht sagen. Okay. Also, die hat auf jeden Fall nichts Schlechtes erzählt. Das kann ich wohl sagen. Gut, das ist ja schon mal gut, nicht? Das ist wirklich gut, ja. Das ist schon mal ein Zeichen, dass im Moment kein Streit herrscht. Nee, du hast keinen Streit, mach dir keine Sorgen. Ja, ich bin ja, du weißt doch, meine Ex-Frau Margret hat mich doch verlassen. Okay. Ja, und da habe ich halt so schlechte Erfahrungen und so und ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich bin ja so verunsichert. Ja, ach, brauchst du nicht, alles gut. Das ist schön, wenn du das sagst. Kann ich oben, von oben nach unten fahren oder wie soll ich das machen? Bist du da so weit durch? Von unten nach oben wäre besser. Ja, gut. Also. Ja, von ich sehe gerade, du bist da unten noch, dann fange ich hinten an. Ja, das ist die letzte Bahn. Das war nur die Ecke, die ich eben fertig machen wollte hier. Alles gut, alles super, du. Alles klar. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir, Guido. Das ist schön. Ich wollte mal gucken, vielleicht wollte ich heute mal so ein bisschen Schatten spielen bei dir. Ob ich vielleicht noch was von dir lernen kann. Ja, sicher, komm ran. Bin ja auch nie aus der Landwirtschaft. Nö, ich bin gebürtig, bin ich ja, Heizungssanitärmensch. Ach echt? Gas, Wasser, Scheiß oder was? Ja, genau. Ich war früher Eigentümer der Firma Röhrig. Okay. Sanitäre Anlagen, Gas, Heizung und Klimatechnik war ich. Ja. Ah. Und ja, dann kam Margret und dann hat Margret mir alles weggenommen und jetzt bin ich, Jetzt bin ich so gesehen am Arsch. Du musst einfach. Ich kenne jemanden, der kann dir eine neue Identität besorgen. Alles neu. Echt? Ja. Das hört sich spannend an, Mensch. Kostet aber einiges. Ja, das ist schlecht, du. Weil ich bin ja noch im Aufbau. Ich hab ja kein Geld. Ja. Aber ja, da würde ich mal drauf zurückkommen, wenn ich mal ein bisschen gespart habe, du. Da muss ich noch ansehen, wo du gerade kommst. Ach so! Ach, jetzt verstehe ich. Ach, auch nö. Malheur. Ach, alles gut.
Oh, nö, Mensch. Ach, alles gut. Passiert, ja, es soll nichts Schlimmes. Jetzt weiß ich, wieso du gesagt hast, von unten nach oben. Ja. Jetzt habe ich das erst verstanden, du. Ich hätte mich auch besser ausdrücken können. Ich bin aber auch ein Tusseltier, du. Ach. So ein Malheur darf mir doch gar nicht passieren, als examinierter Landwirt. Mensch. Ach, Ulrich, alles gut. Du hast doch gesagt, süppig. Was? Du hast doch süppig gesagt, ich soll süppig ansehen. Süppig? Süppig, kennst du das nicht? Nö. Wenn der Wind von Süden weht, wird von links nach rechts geklebt. Das ist eine alte Dachdeckerregel. Okay. Und dann schneidet man die Teerpappe süppig. Längs, Mensch, nicht quer. Ja. Das ist süppig. Ach so. Ja. Anscheinend kann ich dir auch noch ein bisschen was beibringen, Mensch. Ich wollte gerade sagen, ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Meister Röhrig erklärt die Welt, du. Ja. Kannst du eine Serie rausdrehen? Ja. Röhrig der Landwirt. Nee, Röhrig auf dem Land. So hört sich's gut an. Das stimmt allerdings. Ja, dann walzen wir mal ein bisschen. Felder walze ich, Kalken tue ich, Manometer bin ich fleißig. Was? Ja. Aber ich muss was sagen, mir gefällt das Städtchen hier so gut. Ich überlege ja gerade, ob ich nicht hier runterziehen soll, nicht? Ja, tu das doch. Also so permanent so. Ja, du hast hier eine Frau jetzt. Ja klar, komm hier rüber. Ja, nur mir fehlt dann die Ostsee so sehr, glaube ich. Ich bin ja Kind vom Deich, weißt du? So. Oh, ich wohne ja hinter dem Deich so, also, weißt du? Ja. Ja. Aber meine lieben Freunde, damit sind wir auch am Ende unserer Folge angekommen. Und was der Röhrig uns noch so alles erzählt, erfahrt ihr in der nächsten Folge. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.